Am späten Samstagvormittag ist es an der großen Elbstraße zu einem Unfall gekommen. Ein offenbar älterer Mann fuhr aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem PKW in das Treppenhaus eines Gebäudes. Der Mann wurde dabei in seinem Fahrzeug eingesperrt. Nach Angaben der Feuerwehr musste das Auto zunächst aus dem Gebäude gezogen werden, um den wohl nur leicht verletzten Fahrer zu befreien. Er kam zur näheren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Standsicherheit des Gebäudes soll nicht beeinträchtigt sein. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.